Willkommen im Auenland. Es ist Wolfszeit. Kleines, familiäres Festival. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so was mit heidnischem Volk und so weiter, aber für die Leute, die das halt cool finden, ist das mega geil, dass sie das hier auch so mit aufgebaut haben. Für mich persönlich jetzt nicht so was. Ich bin ja lieber bei der Mucke und Bier. Aber so, geiles Konzept eigentlich. Hey, 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 hey. Okay, jetzt sind wir hier mit der Jackie und dem Philipp, die Veranstalter vom Wolfszeit Festival. Wir waren ja schon vor ein paar Jahren hier und da war es ein Musikfestival. Und jetzt mittlerweile sehe ich ja sehr viel Brauchtum und so Sachen. Wie kommt das? Ja, also wir machen ja seit letztem Jahr hier auf diesem Gelände das Wolfszeit Festival. Und da wir halt hier deutlich mehr Platz haben und eigentlich schon lange eben auch mehr so diese heidnische und Wikinger Szene hier mit reinbringen wollen, haben wir uns gedacht, das bietet sich wunderbar an, hier dieser Platz, diese Lichtung mit dem Lagerfeuerplatz, der kleinen Bühne, der kleinen Taverne, um hier so ein richtiges zweites Themen, also so einen zweiten Themenbereich eben aufzubauen. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, wir machen da das heidnische Dorf draus. Mhm. Und ja, wie man sehen kann, haben wir jetzt auch schon lagernde Wikinger hier und wir wollen halt einfach damit so ein bisschen zeigen, wie man das so gemacht hat früher. Und das wird ja echt gut angenommen. Ich meine, wir haben hier eine heidnische Trauung auch eben gesehen, oder? Ja. Seid aneinander gebunden, miteinander verbunden. Und wie ist das Feedback von den Leuten darauf? Sehr gut eigentlich. Also das Feedback dieses Jahr ist durchgehend positiv. Ich sag mal, das ist vielleicht auch ein bisschen dem Wetter geschuldet. Wir haben ja hier Bombenwetter gehabt, das ganze Festival über. Und dementsprechend sehen wir nur strahlende Gesichter. Und das macht natürlich dann richtig Spaß. HTV war schon auf einigen Festivals, haben echt schon viel erlebt, aber ich habe noch nie um 10 Uhr morgens so einen Stein geworfen. Ich habe mich hier noch angemeldet, weil ich gedacht habe, hier geht es um Saufen, aber scheinbar geht es tatsächlich um sportliche Leistung. Naja, wir dachten echt, das ist ein Trinkwettkampf mit Meltonechsen und sowas. Jetzt haben wir gemerkt, dass es hier um sportliche Ertüchtigung geht. Da war natürlich die Vorabendplanung nicht so gut. Wir hatten einen Heidenspaß auf jeden Fall auf diesem Festival, aber dementsprechend fühlen wir uns auch. So, jetzt gucken wir mal, dass das Team stehen bleibt. Schau geil, dass es reines Black Metal ist. Und nicht so größtenteils, ja, aber nicht so wie bei Wacken, wo mittlerweile alles spielt. Die ganze Metal-Community-Familie einfach. Man kriegt das zu hören, was man hören will. Wolfszeit Festival für mich das Ding, was es so besonders macht. Nicht die Bands, also hier spielen schon so die Bands, die großen Größen des Black Metal, sag ich mal. Aber die Location. Wolfszeit Festival ist ja schon ein paar Mal umgezogen. Mittlerweile sind wir hier in Eisfeld im Auenland in Thüringen angekommen. Ich finde halt die Location total schön. Also der Ausblick, den man hier immer wieder hat, genau, das ist einfach einzigartig. Das finde ich richtig, richtig schön. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Genau. Der Ausblick, der ist der Wahnsinn. Das ist echt super. Ja. Mit der grandiosen Aussicht, mit dem Sonnenuntergang abends. An der Lagerfeuerstelle. Finde ich eigentlich ganz entspannt, so nach den Bands noch mal ein bisschen mittrinken. Ja, kann man gut den Abend ausklingen lassen auf jeden Fall. Sehr geil. Ja.
ein Grund zu heulen. Ein anderer Grund zu heulen ist, Wolfzeit Festival ist vorbei. Perfekt. Wolfzeit Festival 2024 war super im Auge. Feuermaßen, ich bin okay? Raus. Ciao. Okay, Freunde.